Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder riesig, dass du heute dabei bist, denn es geht heute um die Leidenschaft im Job, wie du es für dich herausfindest und wie du diese Leidenschaft auch auf andere übertragen kannst. Und da spielt es wirklich gar keine Rolle, in welcher Branche du dich befindest, denn mein heutiger Gast, der liebe Clint Böttcher, hat mich vor einigen Jahren auf die Idee gebracht, im Endeffekt ist es vollkommen egal, was wir verkaufen, ob es Pullover oder Pommes sind. Und der war dafür verantwortlich, dass ich so diesen Sprung aus der Gastronomie gemacht habe, gewagt habe, auch in den Einzelhandel. Und freue mich riesig, dass du heute hier bist, lieber Clint, denn du bist jemand, der wirklich die Leidenschaft für sich entdeckt hat, die du auch heute lebst. Also du bist so der Einzige, der mir immer wieder einfällt, der wirklich die Leidenschaft ganz oben trägt. Und du hast gestartet mit 19 schon in den Beruf. Das heißt, du warst aus dem Zivildienst, warst du Aushilfe bei Peek & Cloppenburg, hast dann dort deine Ausbildung gemacht und bist wirklich jemand, der die Karriereleiter, ich sag mal, raufgeklettert ist mit ganz viel Disziplin und Leidenschaft. Und wie du das gemacht hast, wirst du uns auch gleich berichten. Du hast den Handelsfachwirt abgeschlossen, warst Abteilungsleiter mehrere Jahre, Store Manager, du warst Country Manager für Österreich und Schweiz. Und man muss wirklich sagen, du hast über 1200 Menschen geführt, beziehungsweise die Verantwortung getragen. Und da gehört wirklich eine Menge dazu. Und bist heute, wie sagt man denn, verantwortlich bei Carsten und Oehler in Graz. Und wie das Ganze funktioniert, wie du das gemacht hast, erfahren wir jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen nochmal, lieber Clint. Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Hallo. Gerne. Was war denn, Clint, dieses Schlüsselerlebnis? Ja, viele fragen sich ja immer, okay, wie kann man denn mit 19 schon genau wissen, was ist meine Leidenschaft? Wie habe ich das für mich herausgefunden? Also ich wusste das mit 19 tatsächlich noch nicht. Ja. Du bist im Zivildienst gelandet, hast ja bei P&C als Aushilfe gearbeitet. Was war für dich das Schlüsselerlebnis, nach der Ausbildung auch dort zu bleiben? Also da müsste ich vielleicht einmal kurz nach vorne gehen sozusagen, weil wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Meine Eltern kommen beide aus der Gastronomie, deswegen ist da auch unsere Verbindung so ein Stück weit her. Mein Vater hat ein Hotel geleitet und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit meiner Mutter zusammen. Und ich war natürlich irgendwann selber mit eingebunden, habe als kleiner Junge dann in die Kochtöpfe geguckt und musste dann aber auch irgendwann mit 12, 13 Jahren habe ich so kleine Aushilfsjobs schon gemacht. Und irgendwann musste ich mir halt auch mein Taschengeld verdienen und da habe ich halt also dieses ich nenne es jetzt mal Service-Gehen schon inne gehabt. Ich habe dann irgendwann auch an der Bar gearbeitet und so weiter und fand das immer sehr schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch zu sehen, wie das ineinander übergeht, von der Küche über den Service und so weiter. Aber wollte dann, das war für mich relativ klar, wollte nicht dort arbeiten, weil mir ja Arbeitszeiten irgendwo da schon, das war schon sehr intensiv und die Gastronomie ist wirklich intensiv, wenn du sie wirklich gut machen möchtest. Da bleibt wirklich wenig Zeit für einen selber übrig. Und und dann hatte ich eigentlich das Glück, dass mein Vater natürlich sehr, sehr viele Servicekräfte hatte und eine davon, die Mareile, hat mir dann gesagt, Mensch, was machst du denn eigentlich nach dem Abitur? Und ich habe gesagt so, naja, ich weiß es noch nicht ganz. Und sagt sie, Mensch, du bist doch immer modisch gekleidet. Warum fängst du nicht bei Peek & Cloppenburg an? Und bin ich halt immer mit meiner Mutter auch hingegangen zum Einkaufen. Ich sage, Mensch, ist eine gute Idee und habe eine Bewerbung losgeschickt. Für mich war auch irgendwie klar, eigentlich nur dorthin, weil ich irgendwie das Ambiente und die Auswahl sehr, sehr schön fand. Eine Bewerbung hingeschickt, mich vorgestellt dort. Wurde dann genommen und habe dann parallel zum Zivildienst sozusagen dann schon als Aushilfe gestartet. Und dann habe ich ganz normal die Handelsassistentenausbildung gemacht, die dann ja 3 Jahre geht. Und dann ging es eigentlich relativ schnell wie so ein Strom weiter sozusagen, dass ich eigentlich noch studieren gehen wollte. Ja. Wurde dann aber direkt als Abteilungsleiter in einem der größten Häuser in Dortmund dann eingesetzt. Das war zum damaligen Zeitpunkt, es war so um die 1997.
da konnte ich gar nicht Nein sagen, sondern das wollte ich machen, habe gesagt, Mensch, studieren kann ich immer noch gehen. Mhm. Und dann war es halt einfach so, dass es halt immer interessant war. Es war halt irgendwie sehr abwechslungsreich, man hat sehr viele Seminare besucht. Es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, Mensch, Abteilungsleiter, das kann ich jetzt schon und was kommt denn jetzt noch und so was weiter. Was kommt noch? Was passiert denn jetzt? Was kommt noch? Jahr? Und dann hatte ich so mal Richtung Einkauf geschielt. Dann hat aber mich haben immer, Gott sei Dank, im Leben ganz viele Mentoren auch irgendwo begleitet und die dann gesagt haben, Mensch, schau dir doch da mal das an. Und das hat dann auch so funktioniert und ich konnte mit diesem Store-Manager relativ wenig anfangen. Das war damals, sind das so kleinere Häuser gewesen mit einem gewissen Umsatzvolumen. Und das habe ich mir dann angeschaut, habe das dann, bin auch in so einem speziellen Kurs reingekommen mit ganz vielen Seminaren, wo du zum Thema Recht und zum Thema, ich sag mal, EDV und so weiter, musst du dich nochmal weiterbilden. Also spezieller Umgang auch, gerade Betriebsratsthemen und so weiter, wurdest du nochmal geschult, was kommt da auf dich zu? Es ist ja mehr ein ganzheitlicher Job im Endeffekt, vom Aufschließen des Hauses bis zum Abschließen und wirklich für ein Haus komplett verantwortlich zu sein. Und da habe ich an einem der kleinsten Häuser angefangen in der Filialwelt und das hat sich dann relativ schnell wie so ein Schneeball entwickelt. Dann wurden die Häuser größer und irgendwann war ich dann in Düsseldorf, eines der größten Häuser, durfte das dort mitleiten. Es waren, also von der Hausgröße hast du dann immer auch zwei Geschäftsleiter vor Ort gehabt. Und dann kam die Frage aus der Zentrale, ob ich nicht in Richtung Österreich mir das vorstellen könnte als Country Manager, also die Verantwortung für mehrere Filialen zu haben. Da habe ich gar nicht groß überlegen müssen, sondern habe gesagt, jawohl, das hört sich gut an. Österreich ist ein schönes Land und ich habe ja schon vorher einmal einige Male Besuch gehabt, gesagt, auf das lasse ich mich ein und bin dann nach Wien gekommen, weil dort die Zentrale ist und habe dort die Städte besuchen dürfen und auch natürlich die Filialen. Und es hat mich so in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe, Österreich möchte ich eigentlich gar nicht verlassen. Ja, und dann kommt irgendwann der Punkt im Leben, wo man sagt, so, was gibt's noch? Und dann habe ich mich für ein Traditionshaus Kasten und Oehler entschieden. Bin da jetzt auch seit 2 Jahren und habe dieses Flagship-Store in Graz inne und bin dafür verantwortlich. Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du ja schon seit 27 Jahren in der Branche tätig. Ungefähr. Genau. Ja. Wie war das denn? Lass uns nochmal einen Sprung zurück machen, kurz. Das finde ich nämlich ganz spannend und ich glaube, vielen geht es jetzt auch so, ja, vielleicht, die gerade zuhören oder zusehen, wie die Eltern reagieren. Ja, ich kenne ja doch einige Zuhörer, die tatsächlich aus einem Familienbetrieb kommen. Bei mir war das damals ähnlich. Ja, ich habe ähnlich wie du wahrscheinlich gesagt, ich werde niemals das tun, was meine Eltern machen. Bei mir hat das nicht ganz so gut funktioniert wie bei dir. Aber wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Das ist ja so der Wunsch, glaube ich, auch aller Eltern. Mensch, der Sohn oder die Tochter führt das weiter, was wir aufgebaut haben. Wie haben die da reagiert? Das war sicherlich mal auch ein Thema. Allerdings muss ich dazu sagen, so mit 13, 14, 15 war es noch nicht ein Thema. Also, dass man sich wirklich konkret, sondern das war mal ins Blaue reingedacht, logischerweise. Dann ist leider meine Mutter mit 16 Jahren gestorben, also als ich 16 war. Und mein Vater, also meine Eltern generell, beide sehr liberal und haben immer gesagt, ich soll das machen, was mir gefällt. Ich hätte sonst was werden können. Also das war... Die haben immer gesagt, es soll dir gut gehen und du musst glücklich sein im Leben. Es muss dir Spaß machen. Du musst eine Leidenschaft für deinen Job haben. Und das habe ich auch immer von meinem Vater übernommen, der immer gesagt hat, das ist hier keine Arbeit für ihn, sondern logischerweise ist es mehr sein Hobby, es ist seine Passion. Und das habe ich irgendwie immer verinnerlicht und habe dann nach sowas auch Ausschau gehalten. Und wie hast du für dich herausgefunden, das finde ich jetzt ja ganz spannend, dass deine Eltern schon oder dein Vater damals gesagt hat, hey, mach das, was deine Leidenschaft ist. Das sind ja, glaube ich, die wenigsten. Also bei mir war das zumindest nicht der Fall. Das hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich für mich herausgefunden habe, was die Leidenschaft ist. Und ich kenne viele, bei denen das ähnlich ist. Ja, die meisten jungen Leute fangen heute eine Ausbildung an, brechen sie ab, weil sie merken, ah, das ist irgendwie doch nicht meins. Oder auch im Studium, bis die dann mal so ihren Weg finden, wenn sie den überhaupt finden. Wie war das denn bei dir? Also woher wusstest du, dass du bei P&C bleibst?
ist immer die Frage, wie man sich dann auch aufgehoben fühlt. Ne? Und fühlt man sich dann in einer Firma wohl? Wie ist so der Zusammenhalt untereinander auch? Wie sind die Aufstiegschancen? Und das hat sich gut angefühlt. Und natürlich denkst du so, also in der heutigen Zeit ist ja eher so, dass die neue Generation ja eher sehr, sehr wechselhaft ist sozusagen, ganz viel ausprobieren möchte und schauen möchte, Mensch, ich habe das noch nicht gemacht und eine Weltreise muss ich auch noch tun und so weiter. Und, ja. Und da so ein Stück weit auch immer den Fokus verlieren, glaube ich. Und ich glaube, dass jede Generation so für sich steht im Endeffekt. Und zu meiner Zeit war es halt so, du hast dich da auf eine Sache eingelassen. Und natürlich haben die Leute auch nochmal gewechselt, so ist es nicht, und sind aus der Modebranche dann woanders reingegangen, sind nochmal studieren gegangen oder sonst was. Aber eigentlich so diese Wechselhaftigkeit, die habe ich nie so verspürt. Mhm. Verspürt im Job, wo ich sage, in der Mode, Mensch, ich kann mir vorstellen, ich kann Einkäufer werden, ich kann aber auch Filialleiter werden und es gibt vielleicht noch ein paar andere Aufgaben. Und da war halt auch immer BNC auch bekannt für, dass man relativ viel machen konnte. Also da war jetzt nicht so, du hast jetzt das und das gelernt, dann kannst du nur in die Abteilung reingehen oder so, ne? Sondern du konntest wirklich deine Talente dort auch ausleben. Und bei mir war halt das Talent wohl, dass ich halt einen guten Zugriff auf die Fläche hatte, glaube ich, ganz gut mit diesem EDV-System umgehen konnte, einen guten Blick hatte oder auch sicherlich mit den Mitarbeitern, was das Wichtigste eigentlich vor Ort ist, dass ich da immer ein offenes Ohr hatte und mir haben immer gesagt, ich wäre so ein Chef, der ist so nicht unnahbar, sondern mit dem kann man auch reden, der hört auch zu. Ja, das ist natürlich, je größer die Aufgabe wird oder je mehr für Mitarbeiter du verantwortlich bist, umso schwieriger wird das natürlich auch zeitlich bedingt. Im kleinen Haus, da konntest du wirklich dich um jeden kümmern fast, ja, und das ist irgendwann dann immer schwieriger möglich. Trotzdem mal ein offenes Ohr zu haben, ich glaube, die Zeit sollte man sich immer nehmen. Wurde dir das damals schon vorgelebt von deinen Chefs, die du, sag ich mal, hattest, diese Zeit für die Mitarbeiter zu nehmen? Oder hast du das eher für dich selber entwickelt? Das habe ich für mich selber entwickelt, weil ich glaube, da war ich auch teilweise etwas untypischer, sage ich mal. Das habe ich einfach aus der Gastronomie mit übernommen, dass du, glaube ich, schon von der Intuition, welcher Gast braucht jetzt mehr Betreuung, welcher weniger, welcher Mitarbeiter braucht mehr Betreuung oder weniger, das habe ich mir, glaube ich, wirklich intuitiv von meinen Eltern abgeschaut. Ja. Also das kann man, glaube ich, nicht so, das muss man sicherlich auch spüren. Und natürlich war ich da mit 18 auch nochmal anders unterwegs als mit 28 oder mit 38. Ne? Ja. Und da helfen natürlich auch, das eine oder andere Seminar hilft natürlich auch weiter, das nochmal rauszuhorchen und auch, ja, nochmal, man ist ja nie fertig. Also es ist ja immer noch Dinge, wo man sich immer wieder zurückholen muss, sagen, Mensch, jetzt musst du wieder genauer zuhören, du musst wieder den Fokus mehr finden und du bist natürlich auch darauf angewiesen, dass du auch im Team, dass du auch da Feedback bekommst, ja, wie du selber bist und was du tust und da auch reinzuhorchen. Das ist mir halt wichtig. Das klappt sehr, sehr gut bei Kastner und Oehler gerade, dass wir im Team, im engeren Kreis, uns auch alles sagen dürfen, egal welche Hierarchie es ist. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich ein Feedback von meinem eigenen engen Team bekomme, die sagen, Mensch, guck mal hier, könnten wir es mal in die Richtung gehen? Da bin ich natürlich auch sehr offen für, weil in der Summe muss es ja nicht nur mir Spaß machen im Job, sondern auch dem Team. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und die Philosophie, die du lebst, beziehungsweise heute ja noch und damals auch gelebt hast, haben das dann die anderen Abteilungsleiter oder auch Store-Manager und auch dein Chef so übernommen? Oder waren da welche dabei, die dagegen gearbeitet haben? Na, du hast immer Leute dabei, die du erst noch überzeugen musst, die auch brauchen. Du findest natürlich, wenn du so ein Haus übernimmst, ich kann mich also an die Zeit in Essen erinnern, das war für mich damals schon ein echt, echt großes Haus, eine große Position mit viel gestandenen Abteilungsleitern. Das hat gebraucht. Und jetzt war es natürlich so, durch einen glücklichen Zufall, wie auch immer, ich musste drei neue Abteilungsleiter suchen und hatte die natürlich, weil ich ein gutes Netzwerk hatte, habe mir dann natürlich wünschen dürfen auf einmal in der Hausgröße, wen ich haben möchte und habe mir dann wirklich auch Leute ins Haus geholt, die nicht jeder so auf dem Fokus vielleicht hatte, im Fokus hatte, wo ich gesagt habe, Mensch, die wären aber fürs Haus sehr wertvoll und weil da geht es mir wirklich, was kann derjenige? Und da geht es mir viel weniger darum,
ich nenne es jetzt mal, hat er die richtige Frisur oder den richtigen Gürtel, sondern was zeichnet den Menschen aus im Endeffekt? Ja. Und da habe ich, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Team geführt, wo ich teilweise immer noch Kontakt mit den Leuten habe. Mhm. Und da war eine Dynamik im Team unterwegs, wo wirklich alle füreinander da waren und auch geholfen haben. Und das hat mich eigentlich auch sehr stark geprägt in dieser Zeit. Und das war dann wie ein Schneeballeffekt natürlich. Du musst als Vorbild natürlich da sein. Und wenn du dann natürlich irgendwie eine Abteilung am Freitagabend um 8 Uhr umbauen möchtest bis 11 Uhr, und planst das dann mit einem Abteilungsleiter und nachher ist dann die ganze Abteilungsleiter-Crew dabei und will mithelfen und haben dann auch mitgeholfen, dann ist das natürlich schon ein schönes Zeichen, dass du sie irgendwie dann auch hinter dich gebracht hast und alle auch mit dir und für dich den Weg auch gehen und so weiter. Und das ist natürlich das Nonplusultra, wenn das Team geschlossen hinter dir steht. Und das muss man sich erarbeiten, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht viel Zeit, das braucht, wie gesagt, du wirst auch nicht unbedingt alle immer schaffen, hinter dich zu kriegen, das ist auch klar. Aber ich sage immer, wenn du schon 60-70% erreicht hast, ist das schon echt viel. Ja. Und nochmal, das ist halt eine Philosophie, die ich habe. Das ist natürlich auch, ich bin da sehr fordernd und auch sehr anstrengend durchaus. Ja, und auch sehr nachhaltig. Das mag halt auch nicht jeder. Das ist mir auch total bewusst. Ne? Und, aber du hast die klare Linie. Du kommunizierst ganz klar, was du möchtest. Genau. Und nochmal, wenn du sagst, du willst gut in deinem Job sein und gut in deinem in dem, was das Haus darstellen möchte, was die Firma sein möchte, dann müssen alle echt an einem Strang ziehen. Und ich vergleiche das immer mit dem Spitzensport. Und ob es jetzt der Michael Schumacher war oder wer auch immer im Tennis, du musst immer wieder üben, auch wenn du die Runde schon 1000-mal gefahren bist. Das sind dann wirklich Details, die es dann ausmachen. Und die Details, die sind manchmal anstrengend, die sind schwierig zu erkennen. Da muss man sich mal hinsetzen, drüber grübeln und so weiter. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist oftmals schon, ist man zufrieden, wenn man so, ja, so 80%, dann haben wir schon viel erreicht. Ja. Und natürlich, mir geht es nicht um die letzten 5%, um zur Perfektion zu kommen. Die wird man, glaube ich, nie erreichen, auch gerade nicht im Handel. Aber ich glaube schon, dass man mehr Details heute aufnehmen sollte, weil die machen es dann auch aus. Ja. So, und fängt ja damit an, ob, was weiß ich, wenn du so ein Haus dann leitest, was weiß ich, ist die Beleuchtung an? Also ist eine Lampe ausgefallen oder ist irgendwie vielleicht dreckig auf dem Boden oder sonst was? Das sind natürlich alles Details, die wichtig sind, die vielleicht zum Daily Business sicherlich dazugehören, aber nicht immer so im Fokus sind. Und meine Frau, wenn wir dann irgendwie mal essen gehen, die kriegt schon immer eins zu viel. Wenn ich dann irgendwo in eine Ecke schaue, dann sagt sie, wieder eine Lampe gesehen, die nicht angeht und solche Berufskrankheit. Das ist natürlich bedingt, so ein Stück weit geht das einher. Und natürlich aus der Gastronomie kommt, da verbinde ich natürlich beide Welten. Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir uns ja damals auch ganz anders kennengelernt haben. Also ich habe gewusst, du bist bei P&C. Ich weiß gar nicht, ob du damals schon Country Manager warst. Und ich war halt diejenige, die da in ihrem Crocs, im T-Shirt, kurzer Hose, im Strandbad von der Friteuse zum Eisladen gesprungen ist. Und fand es echt schon, also ich hatte da großen Respekt, muss ich sagen, vor dir, ja, weil das war für mich immer so in meiner Welt, so ich komme aus dem einfachen Strandbad, aus der einfachen Gastronomie, klar war ich auch im Hilton und habe andere Dinge gelernt, aber das war immer so was ganz Besonderes und da hatte ich auch so diesen riesen Respekt, bis wir uns dann irgendwann mal anders kennengelernt haben und du meintest, Mensch, kannst du nicht mal zu uns kommen, weil im Endeffekt passt es doch zusammen, Gastronomie und Einzelhandel. Das war mir ganz, ganz lange nicht bewusst. Und das war für mich, muss ich ehrlich an der Stelle jetzt auch mal sagen, du hast da so einen Schalter auch in meinem Kopf umgelegt, der mir ganz viel geholfen hat für die nächsten Jahre, auch für das, was ich heute mache und auch für die Mitarbeiterführung generell. Denn so wie ich dich dann kennengelernt habe, bist du nicht jemand, der Leute bewertet oder Leute in ein System reinpressen möchte, sondern ich habe dich kennengelernt und so bist du auch für mich heute, jemand, der total offen ist und auch hinter die Kulissen bei den Mitarbeitern schaut. Und ich habe gerade auch auf die Vorbereitung für dieses Interview einen ganz interessanten Blogbeitrag von dir gelesen, wo du auch sagst selber, dass es ja so wichtig ist, auch die Stärken und die Potenziale der Menschen zu erkennen und da zwischen den Zeilen zu lesen und das zu fördern. Jetzt fragen sich bestimmt viele, ja okay, aber wie soll ich das denn machen? Wie finde ich das denn heraus? Und dafür nehmen sich ja die meisten
glaube ich, auch gar nicht die Zeit. Wie machst du das denn? Du hast ja auch super viel zu tun. Ich meine, 1200 Menschen zum einen zu führen, ist schon mal eine Hausnummer. Aber da dann noch so individuell sich mit den Menschen, ich sag's mal, auseinanderzusetzen. Wie machst du das? Wo schaust du drauf? Wie findest du das heraus, dass derjenige der Richtige ist und du weißt genau, wo du ansetzen musst bei dem? Ich glaube, es ist natürlich schon sehr viel, du musst viel mit den Leuten auch sprechen und da ist natürlich viel beobachten und das eine ist wirklich von der Ferne beobachten. Ich habe natürlich das Glück im Job, dass ich die Leute auch mal, wenn ich über die Fläche gehe, alles auch wahrnehme irgendwo. Ja, ich nehme wahr, wie sie vielleicht mit Kunden sprechen, wie sie mit mir sprechen, wie sie untereinander mit den Kollegen sprechen. Und natürlich viel fragen und einfach herausfiltern, was ist denn wirklich dein Interesse? In welche Richtung kann's denn gehen? Und so ein Stück weit, wie es bei mir ja auch funktioniert hat, dass ich ja auch gefragt wurde, es war ja auch nicht, der Weg war ja auch nicht immer so ganz klar, glaube ich schon, dass man denjenigen so in eine Richtung bringen kann. Und durch unterschiedliche Fragestellungen sozusagen kann ich schon herauskristallisieren, Mensch, ist es dann doch eher der Verkauf oder ist es dann der Einkauf? Oder ist es vielleicht was ganz anderes, losgelöst vom Handel? Ja. Das kann auch durchaus mal dabei sein, dass Leute einfach dabei bei uns sind im Haus, wo man sagt, naja, also die haben ihren Job gemacht, aber es ist eher durchschnittlich und vielleicht gibt's dann noch was anderes, wo ihr Talent viel besser aufgehoben ist. Ich glaube, da muss man einfach wirklich sich die Zeit nehmen, beobachten, sprechen, wahrnehmen. Natürlich gibt es auch sich Feedbacks einholen, das ist das eine natürlich von Kollegen, Vorgesetzten, wie auch immer. Aber sich seine eigene Meinung zu bilden und dann zu schauen, wo ist denn derjenige ganz gut aufgehoben. Natürlich ein Stück weit Intuition, es gibt bei allem, was man so tut, du brauchst ein Stück weit, ich finde immer Intuition, ein gewisses Bauchgefühl dazu. Es kann natürlich gefährlich sein, aber so trotzdem den Weg dann zu gehen und zu sagen, Mensch, das ist für mich jetzt doch der Richtige und vielleicht auch für den Mitarbeiter sozusagen, das ist einfach ausprobieren auch. Und mehr als, wenn er Nein sagt, das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, dann hast du ja auch deine Antwort. Und ich glaube, einfach sich wirklich auseinanderzusetzen, das ist das A und O. Und ihn nicht für seine eigenen Zwecke, das war mir auch immer wichtig, nicht für seine eigenen Zwecke, ich nenne das jetzt mal, zu verhaften, sondern auch, wenn es dadurch dann heißt, ich verliere einen Mitarbeiter, weil der sagt, ich sehe mich eigentlich nicht im Handel, ich möchte eigentlich ihn zurückgehen in den elterlichen Betrieb, ich möchte nochmal studieren gehen, ich möchte Sprachen lernen oder was auch immer, ich hatte ja schon alles dabei, dann kannst du nur die Tür öffnen und sagen, schön, dass wir uns die Zeit, dass Sie die Zeit mit uns gegangen sind. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie jederzeit wiederkommen. Das sage ich dann an der Stelle immer bei Mitarbeitern, die ich da wirklich sehr wertschätze und wo ich auch sage, Mensch, mit denen würde ich immer wieder zusammenarbeiten. Ja. Und sie einfach nicht einspannen, weil wenn es dann irgendwann zu einer Pflicht wird oder irgendwann, ja, ich mache hier meinen Job, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, das bringt dann auch nichts, weil es schlummert schon in jedem in sich drin sozusagen. Natürlich gibt es Leute, die machen ihre Komfortzone sehr stark auf und sagen, na, ich mache das und mache das die nächsten 20, 30 Jahre. Das ist natürlich auch eine gefährliche Geschichte, weil natürlich dann auch viel, viel Leidenschaft und viele Möglichkeiten auch dahin gehen können. Aber gerade so mit jungen Führungskräften, ich glaube, da kann man immer noch relativ schnell den Weg ebnen und sagen, in welche Richtung kann es denn eigentlich gehen. Und es muss nicht der Handel sein unbedingt, ne? Sondern auch das, was dann halt noch in der Welt draußen auf einen wartet. Genau, Reisende soll man nicht aufhalten. Genau, du sagst es. Ist es denn auch, oder hast du auch manchmal Menschen bestimmt, die sich für eine Stelle bewerben, sage ich mal als Verkäuferin zum Beispiel, und du dann aber merkst, ja, eigentlich ist die überhaupt nicht dafür geeignet. Findest du dann an der Stelle zum Beispiel heraus, wo wäre sie denn geeignet bei euch im Betrieb? Kann ich mir das so vorstellen? Dass du so den Platz auch findest für jeden, der will? Also, es gibt beide Richtungen. Es gibt eine, die Richtung, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Mitarbeiter, der dir menschlich sehr wertvoll ist, weil er gut zum Team passt oder sich wohlfühlt, bei dir zu arbeiten, vielleicht eigentlich für den Job des Verkäufers nicht gemacht. Es gibt ja wirklich auch Menschen, die bei uns anfangen und sagen, Mensch, Kundenkontakt ist vielleicht nicht so meins. Und dann gibt es durchaus Tätigkeiten in einem Haus, in einer Filiale,
die man auch im Hintergrund machen kann. Also es gibt auch genug Leute, die dann auf einmal in den Bereich, im Hintergrund in die Dekoration gehen oder und vielleicht da weniger mit einem Kundenservice zu tun haben oder Akquise machen, was auch immer. Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin aber auch dafür, und da habe ich lange, gerade auch in den Anfangsjahren, so Umgang mit Kritik geben oder auch ein Feedback geben, so meine Probleme gehabt und hatte da auch wieder durch einen Mentor, den ich hatte, der mir ganz klar gesagt hat, wenn du den Leuten nicht sagst, wo sie stehen und denen auch sagst, dass du mit der Leistung nicht zufrieden bist und auch unter Umständen sie auch dann unter Umständen kündigen musst, dann wirst du nie erfolgreich ein Haus führen. Und das habe ich dann auch in meiner ersten Station relativ schnell umsetzen müssen, weil ich dann gemerkt habe, weil es war ein kleines Haus und immer wenn dieser spezielle Mitarbeiter vor Ort war, man hat dann Minus geschrieben, das war natürlich nicht sehr schön, dann hat man natürlich beobachtet und was ich beobachtet habe, er hat halt viel rumgestanden, viel getratscht und was eigentlich nicht zum aufmerksamen Verkäufer dazugehört und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und war auch sicherlich macht man da auch am Anfang sicherlich auch hier und da einiges falsch, habe dann aber relativ schnell ihm die Kündigung ausgesprochen und gesagt, so Mensch, das ist nicht Ihr Job im Endeffekt. Und er kam tatsächlich nach guten Dreivierteljahr wieder zurück in die Filiale, hat mir die Hand gegeben, hat mir gesagt, vielen Dank übrigens dafür, dass ich Ihnen in Anführungszeichen den Tritt gegeben habe. Er ist jetzt, er ist immer noch mit dem Kunden Kontakt, hat er zu tun, aber er ist jetzt in der Bank und ist für Versicherungen verantwortlich. Und das ist halt, das ist deutlich mehr sein, sagt er. Und er geht in seinem Job auf. Ja. Und mit diesem positiven Feedback eigentlich, dass man ja auch was Positives bewirken kann, auch wenn man vielleicht für denjenigen in dem Moment vielleicht die Grenzen aufzeigt und sagt, der Weg geht hier nicht weiter. Das habe ich eigentlich immer mitgenommen und habe das auch irgendwo, ja, es gehört irgendwo auch im Job dazu. Mhm. Also wenn du immer everybody's darling bist, das wird's auch nicht geben. Ne? Nee. So wie ich dich kenne, bist du ja auch jemand, der so seine Werte liebt und lebt und da auch sehr klar und reflektiert bist. Schaust du denn auch bei der Mitarbeiterauswahl auf die Werte des Bewerbers, ob die dann auch übereinstimmen mit deinen Werten? Ja, du, da sprichst du gerade ein echtes Thema an, was gerade in der heutigen Zeit echt schwierig ist, also wo ich auch selber ein Thema habe, weil ich bin ja in den Recruiting-Prozessen immer noch dabei und jetzt nicht permanent, aber immer, was weiß ich, je nachdem, wie sich die Zeit auch ergibt und setze ich mich dann natürlich mit rein. Und ich finde es teilweise echt erschreckend, dass die Bewerber total unvorbereitet sind. Die wissen gar nicht, was die Firma ausmacht grundsätzlich, was die Firma eigentlich selber für Werte hat, was es überhaupt, wie viele Filialen es gibt oder was man alles verkauft und so weiter. Ja, die kennen teilweise noch nicht mal die örtlichen Gegebenheiten, also haben sich vorher noch nicht im Laden das angeschaut und so weiter. Und das finde ich dann schon erschreckend. Das heißt also, ich muss das, was ich eigentlich als Werte, als Vorstellung habe, muss ich deutlich nach unten schrauben aktuell. Okay. Und für mich ist dann schon ist hilfreich, wenn ich ein normales Gespräch zustande kriege. Mhm. Mag sie jetzt vielleicht ein bisschen hart anhören, aber weil oftmals gerade speziell die Generation dann sagt, naja, ich mache das jetzt vielleicht mal für ein oder zwei Jahre. Finde es halt nicht mehr am Markt den Verkäufer, der sagt, Mensch, das möchte ich jetzt die nächsten 20 Jahre machen. Ich bin für das Verkaufen geboren und ich möchte zu Ihnen kommen, weil die Firma steht für das. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Ja? Also du musst viel mehr Überzeugungsarbeit leisten irgendwo und man muss da echt auch von seinem Erwartungs- oder von seinem hohen Ross runtersteigen und sagen, na, das war früher mal so. Ja. Heute ist die Zeit auch ein Stück weit anders. Ja. Die Generation ist anders geworden. Die haben viel mehr Interessen. Ja, und natürlich ist der Fokus bei denen auch heute so und morgen so. Das erlebe ich ganz oft, ja. Leute, die sich heute für was entscheiden, können in 14 Tagen wieder ganz schnell ihre Meinung ändern. Und diese Erwartungshaltung, die habe ich runtergeschraubt. Das ist einfach ist auf der einen Seite schade. Und deswegen ist es natürlich, da brauchen nur so 3-4 Stichpunkte sicherlich hier und da mal kommen, wo ich sage, Mensch, ja, das könnte jetzt was sein. Der hat doch schon mal vielleicht online reingeguckt, was die Firma darstellt oder halt auch in einem Gespräch, wo man sagt, gewisse Werte, wenn die dann erzählen, Mensch,
was denn so die Freunde über einen aussagen würden oder was so Hobbys sind. Da sind viele versteckte Geschichten. Ist einer interessiert, weil er sagt, ich habe mehrere Hobbys? Es gibt Leute, die sagen, naja, ich habe eigentlich so keine Hobbys. Ja. Das ist natürlich auch immer schwierig, was rauszuziehen. Aber wenn einer sagt, ich reise gerne, bin interessiert, Menschen kennenzulernen, hilft natürlich auch wieder im Umgang, im Kontakt mit Kunden eigentlich so grundsätzlich. Ne? Und ich versuche schon rauszugehen oder rauszufiltern, wie kann derjenige auf der Fläche auch agieren? Mhm. Oder ist derjenige schon eher, ich sag mal, sehr ruhig, sehr introvertiert und man muss quasi alles aus der Nase rausziehen. Ne? Das gibt es auch solche Gespräche. Und ich glaube, das sind so die Dinge, wo man rausfiltern muss. Und dann das A und O ist natürlich, den Leuten erstmal eine Chance geben und sich auf der Fläche beweisen. Weil im Gespräch, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, hast du vielleicht ein durchschnittliches Gespräch gehabt, hast, glaube ich, ein, zwei Punkte gefunden, wo du sagst, jawohl, das machen wir jetzt zusammen und sich die Leute dann wirklich toll entwickeln. Ich habe so eine Verkäuferin gehabt, die am Anfang sehr, sehr ruhig war, auch bei Kastner und Oehler in dem Gespräch und wir haben zu zweit das Gespräch logischerweise geführt und waren uns nicht ganz eins, Mensch, wollen wir nicht und dann gesagt, komm, wir geben dir eine Chance. So, und die hat dann auch gleich in ihrem zweiten Einsatz, wir haben Testkäufer bei uns im Haus, die uns regelmäßig bewerten und hat dann gleich so eine 100% Quote erfüllt, also hat alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Und ja. Das bestätigt natürlich auch wieder eins, man darf nicht zu sehr irgendwo, dass alle Parameter, dass man alles abhaken muss, sondern man muss die Leute auch mal... War jetzt aber so eine Quereinsteigerin dann an der Stelle, ne? Na ja, die hatte mit Mode nicht viel zu tun gehabt. Die kam aus einem anderen Sektor sozusagen, hatte schon zwar Kundenkontakt, aber so Mode war jetzt nicht so ihrs. Und wir haben sie dann auch noch in einem Bereich im Erdgeschoss eingesetzt, wo wir viel Kundenfrequenz haben und wo wir auch sehr, ich sag mal, in dem Fall war es dann die Accessoire-Abteilung bei uns im Haus Graz und mit sehr vielen Modemarken, Labels. Da musst du schon was zu erzählen, du musst die Marken natürlich alle kennen und das hat echt gut funktioniert, da hat sie sich echt relativ schnell reingearbeitet und war auch dann wieder mit Leidenschaft dabei und war auch sehr dankbar, dass sie diesen Job hat, weil sie hat nicht erwartet, dass wir sie nehmen. Wir haben ihr die Chance gegeben. Mhm. Und was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass ihr ihr die Chance gegeben habt? Sie hat mir ganz deutlich gegeben, dass das schon ihr Traum wäre, hier zu arbeiten. Mhm. Und das finde ich immer toll. Und dann muss das natürlich auch beweisen irgendwo. Aber das Wollen war an der Stelle wichtiger als das Können. Genau, weil das Können, das Fachliche, kannst du natürlich den Leuten beibringen. Ich kann Lieferantenschulungen machen, ich kann eigene Schulungen machen, ich kann Warenkundeschulungen machen. Die ganzen Prozesse im Haus, das muss man alles erklären, das ist ja ganz klar. Aber möchte jemand wirklich für einen Kunden da sein? Möchte er ihm was Gutes tun? Und will er auch für diese Firma arbeiten, das kann ich ihm nicht abnehmen. Das muss er selber geben. Ne? Logisch. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, weil das erlebe ich auch immer in so vielen Organisationen, wo viele sich wirklich mehr auf das Können konzentrieren, auf das Fachliche und schon bei der Bewerbung, ja, dass die drauf schauen, okay, was hat der gelernt, welche Erfahrungen, anstatt auf das Wollen, wie du sagst, erstmal zu schauen, okay, passen die Werte zusammen, will die Person denn unbedingt und den Rest bringe ich bei. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt so viele Menschen, die haben auch gar keine Lust, das den Menschen beizubringen. Die sind genervt, wenn sie jemanden haben, der gar nicht vom Fach ist. Und das ist natürlich Arbeit, logischerweise. Aber die meisten Führungskräfte haben darauf keine Lust. Kennst du auch? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Klingt jetzt nicht so danach, aber... Also bei uns ist es wirklich nicht so, weil das ist so Grundvoraussetzung, weil wir davon auch leben, weil wir sagen, wir fangen ganz vorne an und versuchen, das Fachliche relativ schnell nahe zu bringen und der Rest ergibt sich dann, müsste sich von alleine dann ergeben, auch im Team sozusagen. Das war auch da, muss ich sagen, wenn ich wirklich zurückblicke, auf früher eine Denke teilweise, wo man, also als ich selber noch in der Ausbildung war sozusagen, da habe ich eigentlich immer nur über die Schulter schauen dürfen. So selber machen, das war halt nicht so unbedingt das Thema. Und man hat auch ganz bewusst die Leute, Wissen nicht weiter vermittelt. Und das war halt auch immer eine Devise für mich, wo ich gesagt habe, bei allen Einarbeitern, die ich hatte in meiner Laufbahn, ich habe denen immer das gezeigt, was ich
was ich selber kann, was ich selber irgendwie für wichtig erachte. Mhm. Und eigentlich eine schöne Geschichte auch einer meiner guten Freunde sozusagen. Wir hatten dann die Zeit zusammen in Kaiserslautern. Er ist als Abteilungsleiter dort reingekommen und wurde mir von der Zentrale empfohlen als wirklich jemand mit Potenzial. Und das war unverkennbar. Der hatte Potenzial und hatte aber so seinen eigenen Weg, seinen Job zu machen. Er hatte eine sehr anspruchsvolle Abteilung im Erdgeschoss, Herren Artikel geleitet. Und ich war immer sehr verblüfft, wie er das dann irgendwie sein Tagespensum dann doch geschafft hat, auf seine spezielle Art und Weise. Und der hat sich da echt gut reingefuchst. Und ich habe ihm alles beigebracht, was ich ihm beibringen konnte. Und der war damals schon wirklich sehr gut unterwegs und rhetorisch gut dabei. Und der hatte auch ein ganz klares Ziel. Ich möchte dann irgendwann Filialleiter werden. Ich möchte einen Karriereschritt. Und da habe ich immer gesagt, wenn der dich überholt, überholt er dich. Das ist eh klar. Und weil wenn er das Potenzial hat, dann kann er auch irgendwann in die Unternehmensleitung gehen oder sonst was. Und was mich eigentlich heute freut, er ist jetzt Verkaufschef vom Bräuninger geworden, der Benjamin Fust. Und da freue ich mich sehr, dass so das typische Beispiel, die Leute kannst du nicht aufhalten, die einfach ihren Weg gehen, die den Hunger haben, die Leidenschaft genauso mitbringen, den Job zu machen. Und der hat natürlich sein Umfeld noch finden müssen insofern. Hat noch 2-3 Sachen ausprobiert, hatte aber immer eine Vision, welchen Weg er gehen möchte. Und das habe ich für mich erkannt, gesehen und gesagt, naja, das wird irgendwann sowieso so sein, dass der eine ganz andere Position innehat und so weiter. Und dem muss man auch irgendwo, also ich bin da relativ fein mit, weil mir ist, also ich muss mich ja selber wohlfühlen in der Position, wo ich bin. Ja, und wo ich sage, ich möchte gar nicht zum Beispiel Vorstand werden oder sonst was von irgendeiner Firma oder bei Custom Öle oder sonst was. Das ist so, ich fühle mich in dem, was ich tue, wohl. Ja, und dann gibt es halt auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte aber gerne noch einen Schritt weitergehen und weiter und weiter. Und das ist halt auch immer, was ich so sagen kann, sich auf sich selber schauen, ja, sich nicht verlieren in dem, was man alles tun könnte und gar nicht auch neidvoll auf dem schauen, was vielleicht irgendein Kollege oder Freund oder wer auch immer hat, sondern einfach mit sich im Reinen zu sein, zu sagen, jawohl, im Job, beruflich, das ist das meine Mitte, das brauche ich auch, um glücklich zu sein. Das ist heutzutage viel, viel mehr wert. Ja, also, einfach das Ego auch mal runterschrauben. Ja, du wenn es jetzt im Handel nicht mehr für mich passen sollte, wo ich sagen würde, das gefällt mir nicht mehr irgendwie, dann, keine Ahnung, dann gehe ich meiner Passion Espresso machen nach vielleicht oder so, ja, oder ja, oder keine Ahnung. Also, ja. Das ist so. Also ich glaube, wenn du mit Herz und Leidenschaft dabei bist, das ist halt meine Devise, und du deinen Weg da gehen möchtest, dann wirst du auch erfolgreich sein. Mhm. Und man soll die Leute auch bitte nicht kurz halten oder irgendwie mit seinem Wissen, was man hat, irgendwie vorenthalten. Das ist für mich auch nicht mehr zeitgemäß, sondern ich glaube, ist auch nicht fair, glaube ich, sondern da sollte man sein Wissen teilen. Absolut. Ja, du bist da wirklich so ein Vorbild, was das Ganze angeht. Jemand, der das Fanmodell, also sag ich ja dazu, man das Fanmodell lebt, und deswegen bist du auch heute hier in dem Podcast, denn du schaffst es wirklich, einen Rahmen auch zu kreieren, wo sich die Leute wohlfühlen, egal wer das ist. Also egal, ob es die Reinigungskraft ist, die Aushilfe, ob das die Führungskraft ganz oben ist, du holst die alle da ab, wo sie stehen, und versuchst wirklich einfach mit dem Herzen zu führen, und das merkt man bei dir ganz stark. Und genauso bei dem Fanmodell, die Werte sind dir genauso wichtig, und schaust erstmal, passen die überhaupt zusammen, bevor wir auf das Fachliche schauen. In einem Blogbeitrag habe ich auch gelesen, dass gerade auch die Navigation, die Ziele für dich immer sehr herausfordernd sind auf der einen Seite, du aber dein Team auch immer mitnimmst auf die Reise. Das heißt, wo geht die Reise hin? Welche Ideen haben auch die Mitarbeiter? Und du bist jemand, der wirklich das Team auf die gesamte Reise mitnimmt. Wie wichtig findest du es denn jetzt so für die zuhören und in einer ähnlichen Situation stecken, gerade in Krisenzeiten? Wie gehst du denn da mit den Mitarbeitern um, wo sich einfach mal der Kurs ändert? Ja, du hast vielleicht Ziele abgesteckt vorher und plötzlich ändert sich ja alles. Und ich glaube, wir sitzen jetzt alle in einem Boot. Aber wie gehst du mit den Mitarbeitern an der Stelle um? Also vielleicht auch da nochmal eins zurück. Ich habe ja wirklich jetzt aktuell ein Team mit drei Kolleginnen sozusagen.
Da bin ich auch sehr dankbar, dass die immer sehr stark auch reflektieren und sagen, du, das ist nicht, die Orientierung habe ich gerade nicht, was ist denn jetzt so der Weg und so weiter. Also die filtern das natürlich, die sind natürlich ein bisschen länger auch in der Firma als ich dabei, das ist auch klar. Aber die sagen mir schon ganz klar, was sie brauchen und was sie benötigen, um die Orientierung zu haben. Und die Orientierung ist da, glaube ich, sehr wichtig. Und die wollen auch immer ganz klar wissen, was ist denn jetzt das Ziel und so weiter. Auch wenn es für mich vielleicht klar ist. Und da hilft definitiv, wir haben das so eingeführt, dass wir regelmäßige Zeiten haben dafür. Also sprich, wir haben mindestens 2 Termine in der Woche, wo wir uns jeweils eine Stunde hinsetzen und sprechen über das, nicht nur das Daily Business, sondern auch aktuell, wie geht es uns selber? Mhm. Ja, was bewegt uns gerade? Und wenn es nur darauf hinausführt, dass man sagt, ich habe gerade so viel um die Ohren, geht es euch genauso? Also dieses Reden hilft dann auch zum Teil schon. Und ja, natürlich in der Krise, das merkst du halt schon, natürlich machen sich viele Leute Gedanken, mhm, um das Hier und Jetzt und wie wird es denn werden und so weiter. Da sind auch teilweise Existenzängste dabei. Und ich versuche dann irgendwo, ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen, wie alles werden wird und so weiter. Mhm. Und ich kann nur halt nur sagen und versuchen, mit meiner Art und Weise nach wie vor der Alte zu sein, zu sagen, Mensch, hallo, wir sind alle für euch da im Team und wenn Redebedarf ist, bitte gerne. Und natürlich auch, ich mache nichts anderes, ich mache es vielleicht noch eher intensiver, den Smalltalk auf der Fläche mit einer Verkäuferin, die Tage auch gehabt, ist auch mal ein schwieriger Grad, dass du nicht einen Kunden natürlich vernachlässigst oder so. Und ich hatte der einen Dame jetzt gratuliert, die ist 35 Jahre dabei gewesen, dann logischerweise plauderst du da noch ein bisschen länger und so weiter. Ja. Oder eine Dame kam aus dem Urlaub wieder, die so ein bisschen Sorge hatte, ob sie fahren sollte oder nicht. Und ich bin hingegangen, habe zu ihr gesagt, Mensch, wie war es denn jetzt im Urlaub und so weiter? Und dann hat sie mir gesagt, ihr Lebensgefährte ist blöderweise vorher krank geworden. Und ja, und sie hätte sich so gefreut eigentlich auf den Urlaub, allerdings mit angezogener Handbremse wegen Covid-19 und so weiter. Aber sie hätte es jetzt für nächstes Jahr avisiert und so weiter und sie ist so Griechenland-Fan gewesen und auf einmal kam ein Kunde an, sagte, ich möchte nicht stören und ja, also wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen, aber wir haben uns nur kurz mal abgedatet. Die Dame ist gerade aus dem Urlaub gekommen, sagte, nee, alles gut, verstehe ich total. So, und dann sagte er, ich fahre jetzt übrigens nach Griechenland und so hatten wir halt irgendwie einen schönen Konsens gefunden und das war eine schöne Situation. Ich glaube, dass solche Sachen eben immens wichtig sind, die dann auch teilweise so auf privater Ebene verlaufen sozusagen. Also sprich, wie man plant einen Urlaub, ist eine Unsicherheit da und einfach das Reden hilft auch teilweise schon. Ich glaube, das Ziel ist bei uns, jedem Verkäufer natürlich bewusst, natürlich für den Kunden da zu sein, natürlich auch Umsatz zu generieren, aber nicht um jeden Preis. Ja, das ist uns vor allem, das hängt auch alles ja miteinander im Endeffekt zusammen. Und du bist so jemand, der es echt vorlebt, die Mitarbeiter zu motivieren, für die da zu sein, mit denen zu reden und ja, herauszufinden wirklich, ob die erstmal auch wirklich möchte und da wirklich dem ein Fundament zu bieten, wo er sich wohlfühlt und wo die Person wachsen kann. Und wenn man das erstmal geschafft hat, glaube ich, dann ist man schon ganz weit vorne, weil dann braucht man nur noch seine eigene Begeisterung auf die Person übertragen. Und du lebst ja wirklich diese Begeisterung, was dann deine Mitarbeiter, dein Team zu Ende tragen, was ja beim Kunden landet. Und somit ist der Kunde ja im Endeffekt genauso begeistert. Und was würdest du denn sagen, beziehungsweise nochmal eine andere Frage vorweg, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen. Jetzt motivierst du ja die ganze Zeit die anderen und bist immer für die da, hast immer ein offenes Ohr. Ich stelle mir das auch so vor, wenn ich wirklich was auf dem Herzen habe, darf ich dich jederzeit mal ansprechen. Da bleibt ja wenig Zeit so für sich selber. Wer motiviert dich denn? Das ist relativ einfach. Das ist meine Frau und unsere 2 Hunde. Und das ist, wenn ich nach Hause komme, und da 2 Hunde, die ihr entgegenkommen, das ist tolle Motivation, das ist für mich dein Kraftort sozusagen. Kraftort, die Natur genießen, dann irgendwann auch wieder zu reisen. Ich sag mal, das sind so Dinge, da ziehe ich natürlich Kraft raus. Ja. Ziehe aber auch, und das muss ich sagen, auch Kraft von meinem Chef raus, der es auch versteht, bei mir Nuancen zu sehen, ob es mir, also da merke ich es teilweise noch gar nicht, da hat er schon das im Auge, Mensch, jetzt erzähl mal, was ist eigentlich und so weiter. Also da muss ich sagen, habe ich einen Chef gefunden sozusagen,
dem ich auch sehr dankbar bin, der genau mich lesen kann, der genau weiß, wann ich was brauche. Auch da, also wirklich fantastisch das macht natürlich auch Spaß. Also wenn du dich da in dem Umfeld, du weißt, also der ist da, um dir Unterstützung zu geben, ja. Da, um dir zu helfen, um einfach auch mal zu reden. Mhm. Und das ist mein Kraftort und natürlich das Private muss halt auch passen. Und ob es dann, ich sag mal, den Sport ist, den man macht, dann was weiß ich, mit Tennis oder Wandern gehen oder mal reisen, das finde ich auch immer ganz wichtig. Es ist gerade natürlich eingeschränkt, aber das sind so meine Kraftorte sozusagen. Ja. Und, ja, schön. Ich wollte noch eine Sache sagen, das ja. ist auch immer noch ganz wichtig, weil du es natürlich zwar schon gesagt wurde, aber die funktioniert halt nicht auch bei allen Mitarbeitern, weil du das gerade gesagt hast, also der Ball muss auch immer zurückkommen, ne? Mhm. Und wird immer nur dann extrem gut, natürlich, wenn Leute sich auf die Reise auch wirklich einlassen und sagen, jawohl, ich fühle mich gut aufgehoben. Also ich habe nicht den Anspruch, ich werde nicht jeden erreichen können, auch bei mir aktuell im Haus, das kann ich auch total reflektiert sagen, da brauchst du noch ein Stück weit Zeit, um wirklich auch in jede Hausecke sozusagen durchzudringen und es gibt auch Leute, die sagen, naja, da kann ich vielleicht auch nicht viel mit anfangen oder der liegt mir nicht, da passt die Chemie nicht oder so weiter und das ist auch in Ordnung so. Da geht es dann irgendwo für mich auch um dieses Professionelle, trotzdem seinen Job machen können, trotzdem mit demjenigen auch ganz normal ihn auch zu behandeln, beziehungsweise auch genauso die Dinge durchzugehen, wie jemanden, der halt, ich nenne das immer so, auch den Ball zurückspielt. Ne? Ja. Natürlich ist man mit den Leuten etwas mehr dran sozusagen, weil du weißt, das ist ein Dialog, der entsteht. Mhm. Ja, und das wollte ich nur sagen, also da gibt es immer auch beide Welten. Es gibt nicht nur die Absolut. Schöne, heile Welt, dass die alle folgen, das ist total utopisch. Das ist auch ein Prozess und das geht auch alles nicht von heute auf morgen und in dem Prozess sind auch viele Veränderungen, die wir zulassen dürfen und manchmal trennen sich halt einfach Leute oder manche teilen das halt nicht oder wollen es nicht mehr teilen, weil der Weg einfach ein anderer ist und ich glaube, da dürfen wir alle dem Prozess vertrauen und da nicht so gegen ankämpfen, sondern das darf sich leicht anfühlen. Lind, was wäre denn so in einem Satz deine Botschaft für heute? Ich glaube, das, was man tut, aus Überzeugung zu machen, aus Leidenschaft zu machen und auch, wenn man nicht davon überzeugt ist, auch die Konsequenz zu haben, zu sagen, dann gehe ich einen anderen Weg. Mhm. Auch nicht wissend, was auf mich zukommt. Ich glaube, da sollte man sich selber treu sein und auch einfach dieses Wagnis gehen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man eine Sache macht, nur aus der Komfortzone heraus. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich Verständnis, wenn Leute, ich sag mal, ab einem gewissen Alter für sich da nicht mehr unbedingt die Perspektive sehen, wobei ich dann auch immer die Leute bewundere, die dann mit 60 noch eine Fremdsprache lernen oder sonst was. Also auch da gibt es immer Wege und Optionen und ich merke das immer noch, auch dass Leute sich mit 50 oder Mitte 50 auch noch selbstständig machen und ich glaube, da ist man nie zu alt für. Das ist eigentlich auch die Botschaft, sich wirklich immer die Frage zu stellen, bin ich auf dem richtigen Weg? Mhm. Macht mir das, was ich hier tue, Spaß? Mache ich das aus Überzeugung? Mache ich das auch für mich? Und kann ich einen Beitrag leisten? So. Und wenn ich das nicht mehr bejahen kann, dann muss ich mir was Neues suchen. Ja. Und das dann auch konsequent durchziehen. Und da muss man auch Courage haben, sicherlich auch zu sagen, das ist es dann nicht mehr. Ja, ist auch ein wunderschöner Abschluss, sich selber immer zu fragen, ist es wirklich das, was du möchtest die nächsten Jahre? Genau. Und ja. Das dürfen wir, glaube ich, alle öfter machen. Clint, wir sind schon kurz vor dem Ende. Ich habe zum Abschluss immer noch so 5 Fragen vorbereitet, wo ich eine kurze Antwort von dir möchte, beziehungsweise du ergänzt das einfach. Ja. Ein Leader ist? Vorbild. Mhm. Vorbild sein. Fehler sind? Menschlich. Mhm. Du bist dankbar für? Für den Weg, den ich bisher gehen durfte und für die Situation, wie sich bei mir alles ereignet hat eigentlich. Also bin ich schon sehr dankbar. Ein Mentor brauchen wir für? Um Licht ins Dunkel zu kriegen, in Situationen, wo man nicht klar sieht. Ich glaube, da braucht jeder zur rechten Zeit den richtigen Mentor. Ein Fan ist? Zwingend notwendig,
weil ohne Fan fehlt natürlich auch irgendwo das Ziel. Und also bringt die Begeisterung ja mit sich und ist auch Motivator. Also ohne Fan wird es nicht funktionieren. Vielen Dank, mein Lieber. Ja. Ohne den Fan funktioniert es nicht, der die Leidenschaft weiterträgt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Wir werden das sicherlich nochmal wiederholen, denn der liebe Clint und ich haben gemeinsam ein Buch vorbereitet und da darfst du dich auf 2021 freuen. Ich glaube, wir werden da nochmal eine Folge anknüpfen und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du diese teils mit deiner Community bewertest und wenn du gerne einen spannenden Interviewpartner hast, den du unbedingt hören willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@jessica-lackner.com und den Clint könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen, schreibt ihn an, er ist zu finden auch auf Social Media oder LinkedIn und steht gerne auch für Fragen mal zur Verfügung. Vielen Dank, lieber Clint, dass du da warst und bis ganz bald. Danke dir für die Einladung. Bis bald. Alles Gute. Danke.